We're getting close to the end of the story. Isn't that right, John? A bunch of his avid followers, his so-called party harders, were said to be holding a party down in the San Francisco subway after hours. And you heard about the party just in time to catch him. Is that correct? That's what I was hoping. What was your plan exactly? The last time you encountered this man, it didn't exactly swing in your favor. I knew exactly what I had to do. It was plain and simple. He had to be stopped. Er muss aufgehalten werden, er muss einfach nur aufgehalten werden. Und jetzt ist es Zeit, dass wir uns dem letzten Level widmen. Underground Sick. Party hard. Willkommen zurück übrigens, ne? Willkommen zurück. Wir springen jetzt rein ins Geschehen und hoffentlich wird's das. Das wird's jetzt, ne? Das wird's. Da wären wir. Mann, sieht das toll aus. Alle Leute sind in lila, dunkelblau gekleidet. Das ist doch echt der Wahnsinn. Wir werden mal gucken. Ich bin der Einzige, der ein bisschen auffälliger gekleidet ist, ne? Nun gut, wir werden kurz mal das Zebra belästigen. Bams. Oh Gott, alles ist furchtbar. Und nochmal. Nee, hat nichts gebracht. So, wir können Folgendes machen. Wir können das Essen vergiften. Wir können jemanden ins Feuer schmeißen. Und wir können da unten und da oben und überall was machen. Bestens, da ist auch so ein Typ, der Waren verkauft. Erstmal vergiften und dann werden wir kurz mal am Rad drehen. Wir drehen am Rad. Guck mal hier. Oh Gott, das ist so furchtbar. Leute werden sterben, ja, ich weiß doch. Dubstep. Was hast du denn? Poison. Poison ist cool. Poison ist cool. Was ist das? Machen wir mal so. Machen wir mal so. Und hoffentlich bringt das den gewünschten Erfolg. Ja, das hat's in der Tat. Guck mal an. Läuft doch. 15 von 46 sind schon kaputt. Kaputt sind sie. Den Typen da unten stoße ich mal ins Feuer, weil ich halte nichts von ihm. Bleib mal stehen. Ach. Jetzt. So, er brennt. Vor Begierde. Die Leidenschaft ist groß und hart. Groß und hart? Was zur Hölle? Nee, ist sie nicht. Die ist einfach nur da. So, wer könnte mir jetzt noch gefährlich werden? Ich weiß ja nicht. 17 von 46, es läuft alles bestens bisher. Das Zebra wartet auf seinen Einsatz. Komm mal her, Bouncer. Komm mal her, Bouncer. Bouncer, kommen Sie mal her. Oh Gott. Doch nicht, kommen Sie nicht. Was passiert denn jetzt hier? Ich weiß nicht, der Bär ist auf jeden Fall da unten noch unterwegs. Beziehungsweise da rechts. Polizei ist auch vor Ort. Wir müssen aufpassen. Kurz mal die Falle gestellt. Und hoffentlich reicht das, um jetzt hier weiterzukommen. Guck mal, das Zebra. Nimm zwei Leute, drei Leute mit. Drei Leute. Na, nur zwei. Okay. Das geht doch. Das geht doch. Wir müssen irgendjemanden vergiften. Ich weiß nur nicht, wen. Poison Booze. Poison Booze. Da kommt ein Special Agent. Was will denn der von mir? Tötet er mich? Nee. Officer, you need to see this. Da kommt der Bär und redet auf einmal. Dubstep. Okay. Ich find's so gut, dass dieses Level wieder dieses Lied spielt. Ganz ehrlich. Du hast nichts gesehen, Bär. Huh, der Bär ist ein bisschen aggressiv jetzt. Ich muss weg. Oh Gott, ich kann gar nicht moderieren bei diesem Lied, ne? Weil es einfach so schön ist. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so wunderbar. Ich muss den Bären vergiften. Habe ich ihn vergiftet? Hallo? Ist irgendwas passiert? Ich habe irgendwie nichts getan, ne? Ich habe nichts getan. Warte. Schwuppsdiwuppsi. 27 von 46 Leuten sind in der Tat schon tot. Okay. So, mein Gift ist wieder ready. Der Bär ist tot. Und die Dame wird verhaftet. Aus gutem Grund, möchte ich sagen. Denn sie ist gefährlich. Sie ist gefährlich. So, jetzt könnte ich auch mal hier runtergehen, du. Ganz schnell, ganz fix, ganz geschwind. Der Bouncer steht da noch. Der Bouncer. Was ist denn das für ein Guy hier, der so rumrennt? I got you! Lass mich in Frieden, was bist du denn für einer? Ich mag dich nicht. Hast du mich jetzt umgehauen? Bin ich jetzt im Arsch? Bastet? Was ist denn das für einer? Was soll denn das? Wir müssen von vorne anfangen. Auf ein neues!
Auf ein neues, das kann doch wohl nicht so schwer sein. Gibt's einen Itemboy? Den gibt's auf jeden Fall. Und da unten stehen die Leute ja wieder bestens. Bestens stehen sie da. Da will ich doch direkt mal gucken, ob wir dieses Zeichen, dieses Schild nicht benutzen können. Die Bouncer sind hier am Rumbouncen. Das ist auch so ein Ding. Guck mal. Bouncer A, Bouncer B. Alles bestens. Schnell weg hier. Okay. Okay, läuft doch. Dann vergiften wir diesen Schund hier. Und drehen das Ventil auf. So muss das laufen. Da sind schon mal ein paar Leute gestorben. Okay. Ich habe nichts. Nichts getan habe ich. Weißt du? Ich bin super unauffällig mit meinem weißen Hemd und der pinken Hose. Dubstep. So, kannst du bitte jetzt mal was anbieten hier? Biete mal was an, Junge. Los jetzt! Ich will unbedingt was haben von dir. Officer! Officer! Nun kommen Sie doch mal her, Officer. Kommen Sie mal ran, Ofenmeter. Er wird nicht amused sein. Er wird tot und verfallen sehen. Das wird er sehen. Da oben ist jemand tot. Vielleicht können wir den Dicken umbringen. Der braucht ja noch ein bisschen. Eigentlich könnte ich mir das sparen, indem ich einfach so mache. Schnell weg. So, da haben wir unseren Output maximiert, würde ich sagen. Den Bären lassen wir kurz mal. Der ist so. Ich bin der Killer? Woher willst du denn das jetzt wissen? Explosion. Ich bin nicht der Killer. Ich bin ganz cool. Ich bin cool. So, warte, der Mann läuft und bietet seine Waren an. Ich möchte gerne mal gucken, was hast denn so? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Was denn jetzt? Was willst denn du? Was habe ich denn bekommen? Eine Stunbomb? Ach, Mist. Das brauche ich nur wirklich nicht. Eine Stunbomb? Officer! Was ist hier los, Officer? So, vielleicht können wir ja noch was anderes bekommen von ihm. Irgendwas anderes. Und? Und wie sieht's aus? Die Stunbomb will ich nicht. Die ist echt doof. I don't like it. Was können wir noch tun? Da unten können wir was tun. Da kommt der Agent, dem ich nicht vertraue. Die sind so ein bisschen aufgewühlt. Der Bär ist in Aufruhr. Verunsichere niemals den Bären. Die Bären sind empfindlich. Komm schon, Typ. Mehr Items. Ich brauche mehr Items. Mehr Items. Hallo, Bär. Alles cool? Alles bestens? Police! Oh Gott, da kommt er. Vorsichtig sein. Wo ist denn der andere? Zwei Agenten sind hier. Zwei Agenten des Todes! Wir können immer noch das Zebra benutzen. Ich gehe hier oben lang. Der Dude bietet immer noch nichts an. Das gibt's doch nicht. Kann ich den Agenten umbringen? Guck mal. Ha! Du Schwein! Hast du davon? Das Zebra kennt kein Erbarmen. Die Polizei kommt. Biete Waren an, bitte. Biete Ware an. Gute Ware. Itemhändler, komm schon! Fuck off! Mist. Na gut, dann gehe ich mal kurz unten rum. Beziehungsweise hinten rum. Es wird schwierig. Der Händler bewegt sich. Das ist immer ein gutes Zeichen. Regroup, Team. Stopp. So, dich hat eh niemand gesehen. Oh Gott, da kommt jemand. I'm in position. Ich gehe unten lang. Oh, ist das anstrengend. Ich gehe wieder unten lang. Oh, warte, das Zebra. Ich hätte das Zebra benutzen können. Dann wäre der auch weg gewesen. Komm her. Komm wieder zurück. Ich fordere dich auf, nach unten zu kommen. Ja, das ist gut. Richtig gut gemacht einfach nur. Da kann ich mir nur selbst gratulieren. Was das wieder war, das war herausragend. So, die Falle lasse ich immer noch offen, denn wann immer jemand kommt, der mich umbringen möchte, kann ich ihn immer noch da reinlocken. Und da unten ist immer noch was
unaktiviert und da oben auch. Gut. Nice. Wir können immer noch jemanden ins Feuer stoßen. Tun wir das mal. Na, was soll denn das jetzt? Ach, das ist natürlich dämlich jetzt. Gucken wir mal hier, gucken wir mal da. Gucken wir mal tralala. So. Wie sieht's aus? Ich trau dir irgendwie nicht. Ach, was bist du denn für ein Händler? Bist du ein guter Händler oder nicht? Ich brauch mal dringend jetzt deine Waren. Die Stunbomb ist es für mich einfach nicht. Weißt du, die ist es einfach nicht. Ich will was Richtiges haben. Etwas, das richtig reinhaut. Richtig das Bums macht. So. Das Zebra ist immer noch wohlauf. Wir kümmern uns kurz mal um die Leute da hinten. Dubstep. So, der guckt ja nicht hin. Okay, scheiße. Das läuft jetzt nicht so gut. Ah, das ist wieder so ein Geduldsspiel. Ich weiß doch. Ich weiß. Den können wir umbringen, den können wir. Aber da sind wieder Leute. Leute sind da und Leute sind halt böse. So, die Leichen wurden gesichtet. Verstehe ich, sehe ich ein. Schnell weg hier. Ich war es nämlich nicht. Killer? Oh shit. Okay, pass auf. Komm doch, Police Officer. Ja, genau das meinte ich nämlich. Scheiße, war das knapp. Okay, was ist mit dem hier? Schnell weg. Dubstep. Oh, die ist wütend jetzt. Die ist sehr wütend. Oh Gott, die läuft ja richtig amok. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen auf Distanz gehen, denn die ist wütend, echt. Also echt wütend jetzt. Oh, scheiße. Bitte. Wie machen wir das? Kann ich die einfach umbringen oder was? Komm mal her. Okay, läuft. Mann, die rennt richtig rum hier. Irgendjemand ist da unten explodiert. Kann ich die... Ich will die nicht haben da unten. Die ist verrückt geworden. Die ist super verrückt. Was ist denn das? It takes time. Dubstep time. Ich brauche dringend ein paar Leute hier oben. Dringend. Wie wär's mit ihm hier? Ja, kommen Sie mal rum, junger Mann. Kommen Sie auch rum, bitte. Okay. Das funktioniert. Oh Mann, diese wilde Frau da unten ist richtig am Abdrehen. Jetzt verschwinden sie wieder. Den Kellner muss ich irgendwie wegschaffen. Oh, warte, ich probiere es jetzt. Ich probiere sie umzubringen. Das hat funktioniert. Gottes Willen, Dankeschön. Puh, das war eine Gefahr, du. Ganz ehrlich. Die wollte ich nicht eingehen. So, 33 von 44. Noch 11 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Also alle umbringen, die hier sind. Alle. Ausnahmslos. Auch den netten Kellner. Gut, und jetzt den da hinten, denn der hat es eh nicht verdient. Kommen Sie mal her. Zack. Ich muss vor allen Dingen auch den Händler verstecken. Denn der bietet mir eh nichts mehr an. Ich weiß es genau. Zack, und jetzt den da unten noch. Super duper. Jetzt können wir das Zebra noch mal kurz einsetzen. Aber erstmal warten wir hier kurz. Wen können wir umbringen und wie? Diese Frau vielleicht. Guckt er. Schnell! Fuck. Oh, Gottes Willen. Okay. Nimm. Was zur Hölle war das denn? Der bleibt stehen. Ich friere euch kurz mal ein. Du bist tiefgefroren. Oh Gott, was war das denn gerade? Richtig Panik bekommen. Die Frau ist on the run. Sie könnte etwas sehen, aber das will ich nicht. Das will ich nicht zulassen. Kommt er jetzt zu mir? Oh, umso besser. Kommen Sie her.
Gut. Gut, noch 5 Leute. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bestens. Bestens, bestens, bestens. Sprinten, sprinten, sprinten. Sehr gut. Und sie hier, was macht sie? Weiß ich nicht. Er tanzt, er pennt. Die Frau ist die Ruhe selbst. Und rein mit dir in den Container. Hide Body. Hide den Body. Dann bringen wir kurz mal den Dude um mit dem Zebra. Geht nicht. Okay, der tänzelt gerade mal weg, weil er genau wusste, was passiert. Er wusste genau, was passiert. Aber es ist unausweichlich. Du wirst sterben und du bist tot. Du bist tot. 2 Leute noch. Dann haben wir das letzte Level durchgespielt. Das letzte Level. Und jetzt, wie wär's mit dir, DJ? War schön. Das war's. Das war's. Underground Sick ist vorbei. Fahr ich jetzt davon? Was tue ich? So, tell me, John. Did you find what you were looking for down here? You fucking tell me, Darius. You know, John, we're not really that different, you and I. You can make out like you're the heart of gold and I'm the malicious prick here. But you never really tried to stop me, did you? You say that like I had a choice. You always had a choice, John. You know that? You're not weak. You allowed me to do these things, John. And now you want to justify it all to yourself. Wash your hands clean of any wrongdoing. I'm not like you. Come on, John. Sooner or later, you're going to have to admit it to yourself. You enjoy the rush just as much as I do. The splatter. The silence. Do they really deserve this? John. Look around you. The world is falling to shit. These people, they don't realize how good they've got it. We're doing them all a favor. But I... John, you just spent the last half hour sat here trying to convince yourself what we're doing is wrong. What have you learnt? Someone needs to be thinking about the bigger picture, I guess. There you go, John. You get it now. Let it go. Come on, Darius. Let's go home. Ja, das war natürlich jetzt krass, ne? Hatte man jetzt nicht so im Kopf. Die beiden waren es gemeinsam. Sie haben gemeinsame Sache gemacht und jetzt sind wir hier im letzten Level. Beziehungsweise wieder im ersten Level. Mann, dieser Ort ist runtergekommen. Dieser Ort ist runtergekommen. War das? Nee, das war doch nicht die erste Station, oder doch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sind das die Credits und wir haben das Spiel durch. Party Hard ist vorbei. Keine Partys mehr. Zack. Wir morden noch ein bisschen rum. Noch ein bisschen. Zum Abschluss. Weil wir das so gut können. Will da echt irgendjemanden anrufen? Ich glaube nicht. Dubstep. Wir haben es geschafft. Okay, cool. Gut, das war's. Wir konnten es nicht mal zu Ende spielen. Das war's einfach nur. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, du hattest echt eine Menge Spaß. Ich hatte auch meinen Spaß. Teilweise. Manchmal. Diese schweren Level waren eindeutig zu schwer für mich. Aber gut, wir haben es geschafft und jetzt fühlt es sich gut an. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Und wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das erstmal Geschichte. Wir werden wahrscheinlich noch 1-2 Mal hier im Stream aktiv sein mit Party Hard. Aber ansonsten war es das hier. Also, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Es war toll. Und mach dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.